Leute, es ist was passiert. Seit ich hier wohne, und das sind jetzt schon, was ist jetzt? Heute ist Februar, heute ist der 1. Februar. Holy shit. September, naja, obwohl, da war ich hier noch nicht. Oktober, November, Dezember, Januar, Februar. Ja, rechnen wir mal 5 Monate, 4,5, 5 Monate. Gab es hier immer nur Weintrauben mit Senf? Ja, wenn es überhaupt mal was gab in die Richtung. Heute habe ich was gemacht. Ich habe Äpfel gekauft, ja. Ich weiß nicht, was los ist. Seit ich diese Uhr habe, bin ich jeden Tag laufen. Ja, muss ja auch Sit-Ups seit ein paar Tagen machen. Mir tut der Bauch weh von scheiß Muskelkater. Und jetzt gibt es hier auch noch Äpfel, ja. Ich habe vergessen, wie Äpfel schmecken. Ich habe ewig keine mehr gegessen. Ich kann mich nicht erinnern. Ich hatte in meiner alten Wohnung so eine 6er-Packung Äpfel. Nach 8 Jahren hatte ich immer noch einen Apfel. Das war mein Einzugsapfel damals. Keine Ahnung. Ich habe das Problem immer, wenn ich mir mal so Äpfel hole. Ich esse vielleicht mal den ersten und dann ist die offene Packung da und die bleiben da halt jahrelang liegen. Ne? So Leute, deswegen habe ich mir diesmal einen Viererpack gegönnt mit kleinen Äpfeln. Wir werden jetzt in diesen Apfel beißen. Ich habe es schon aufgemacht, weil Wasser mal drüber, mal abgewaschen. Ne? Wir werden jetzt einen Apfel essen. Ich weiß echt nicht mehr, wie Äpfel schmecken. Das ist traurig. Ich habe so lange kein Obst gefressen. Aber das sollte ich vielleicht mal tun, ne? Normalerweise mag ich grüne Äpfel lieber. Da ist aber das Problem, die hatten da halt die grünen Äpfel in so einem 6er-Ding und das sind halt größere. Ich dachte mir, bevor die hier wieder ewig rumliegen, kaufst du lieber kleine Äpfel und nimmst diese 4er-Packung. Ja, ich beiß da jetzt mal rein, ne? Hab reingebissen, ne? Ohne Scheiß, das schmeckt eigentlich voll gut, ja. Und gesagt, eigentlich mag ich die grünen lieber, weil ich mag mehr, dass, wenn die so ein bisschen sauer sind als süß. Aber ich habe jetzt halt mal die roten genommen. Und kann man auch gut essen, ne? Ne, ohne Scheiß. Kann man gut essen. Ich weiß nicht, ich kaufe mir sonst immer irgendeine, was weiß ich, Tortellini-Scheiße zum Aufwärmen in der Mikrowelle oder keine Ahnung, Pizza oder so. Ich habe halt keine Küche und Obst, ach Gott. Aber ich sollte das mal öfter machen. So Leute, jetzt ist das Problem. Jetzt habe ich ja noch 3 Äpfel und ich kenne mich. Ich tue die jetzt in den Kühlschrank. Und wir sehen die nie wieder. Deswegen würde ich euch mal bitten, mich immer mal dran zu erinnern, wenn ich mal irgendwie im Stream oder so sage, ich habe Hunger. Geht mir ruhig damit auf den Sack. Ja, sagt, Mulei, du hast doch noch Äpfel. Iss den scheiß Apfel. Ja. Oder fragt immer mal, hast du deine scheiß Äpfel gegessen? Und wenn ich sie wirklich mal aufgegessen habe, die 3, dann geht mir ruhig auf den Sack, dass ich neue kaufen soll. Man soll ja eigentlich jeden Tag einen Apfel essen. Wissenschaftler haben erwiesen, Äpfel sind gesund. Ja, ich wollte es auch nicht glauben, aber es ist so. Es ist so. Naja, also geht mir ruhig ein bisschen auf den Sack. Das Video wird morgen zum 2. Februar kommen. Heute ein Apfel, dann können wir morgen wieder einen essen. Auf Arbeit gab es jetzt 3 Tage Kuchen, weil unsere Zahlen wieder besser wurden. Und ich habe immer gesagt, ich esse davon nichts, bin fett genug. Und dann kam eine Mitteilung, jetzt am Montag ist Obsttag. Da werde ich mich auch mal begnügen, mal gucken, was da gibt. Da ist dann auch Obst im Haus auf Arbeit. Aber wir werden ja richtig gesund, ne? Sport, jetzt esse ich Äpfel, ey, was ist denn nur los? Ne? Mein Finanzberater nächstes Jahr wird sich freuen, ne? Da kriegt ihr auch mehr Geld. Naja, Leute, ich wollte euch nur dieses Highlight zeigen. Es ist so dumm. Ich mache ein Video, wie ich einen Apfel esse. Aber naja. Andererseits, das ist hier so selten. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich mal einen Apfel gegessen habe. Also bestimmt schon 2 Jahre her oder so. Wann habe ich denn mal einen Apfel gegessen? Vor allem einen roten. Ich weiß es nicht, Leute.
Aber kann man schon mal essen. Ja. Mehr wollte ich euch gar nicht zeigen, ja. Ich bin jetzt raus damit. Wie gesagt, geht mir ruhig auf den Sack, ich soll mir Äpfel kaufen und essen. Vielleicht gibt es demnächst auch mal ein Video, wie ich eine Banane esse. Aber das könnte kritisch sein, das stellen wir dann auf 18. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.